Königin Marvin war besessen. Der Zauberer benutzte sie, um dich zu umgarnen. Durch sie wollte er eine Armee in Mordor errichten. Sauron und Saruman streben beide nach der Macht des Ringmachers. Es kann nur einen Herrn der Ringe geben. Scheiße. Bereut mir, je begegnet zu sein. Wen kümmern vergangene Heldentaten? Der nächste Feind, dem ich begegne, ist bereits tot. Ich glaube, ich schmeiß weg. Jawohl. Mann! Zusammen. Neuer Asphalt-Cowboy Folge ist draußen. Es wird eine neue Armee dazu. Neue dazu gekommen. Eine mit dem roten LKW. Ja, eine mit dem roten, genau. Ja, die habe ich gesehen. Mutter, nimm das. Wer darf ich mal nicht wiederholen? Mein Kind. Diese Vision verzehrt dich. Durch. Mal Deutschland, mal Polen, mal Amerika. Die Arzneien, die wir noch haben, sind bald verbraucht. Meine Vision. Ja, das heißt, die Asphalt-Cowboy Polen. Ist Hoffnung. Ja. Wenn ich mich für mein Volk opfern muss, aber guck ich nicht.
soll es so sein? Ich glaub, das was ist ich in immer den grauen Bergen geschehen, Mutter? Was geschehen ist? Irgendwie hat mir das jetzt nicht so geflasht. Ich kam zurück. Das ist interessant, ich bei denen auf die Welt. Die wir benötigen. Wissen kann gefährlich sein. Den Unterschied zwischen Gift und Medizin bestimmt oftmals die Dosierung. Kleines Kind drüber. Na, ich weiß, dreh gerade. Viel Erfolg, Herr Mann! Ich weiß, was das so kostet. Das sagt er dir gleich. Der braucht mal einen Reifenwechsel, die sind ja schon nackig, Alter. Einige feige Mann. Seine Bereiche. Der Anführer soll ihre Leine, Alter, das so kommt, indem er ihre Kehlen aufschlitzt. Oh, das kann auch täuschen. Aber wenn, dann soll das machen, ja. Ich stelle es mir schwierig vor, muss ich sagen. Als allein. Ey, das nicht. Ja, was heißt? Na gut, das auch, ja. Ist ja logisch beim LKW. Aber als Ein-Mann-Betrieb. Dann muss man den Scheiß selber machen. Aufstand gekommen. Eine Wege, ich hab ich im Nu erlebt. Das heißt auch noch fahren. Eine Truppe noch lange über deinen Thron. Das ist es, ja. Vorwärts! Du musst es ja laufen. Dann los! Ich fürchte nicht, in der Gewerbe, nein, wo nicht halt einmal ein totaler Feigling hätte ist. Vor dir Angst. Na gut, sah doch wohl nur so aus. Auf dem Weiten sah das nackig aus. Sigiral zeigen sie sogar cool. Ja, das ist schlag deine Verfahren! Geh einfach so! Oh, der ist auch alt geworden, ne? Ich bin keine Leck! 63. Seit 45 Jahren LKW-Fahrer, krank. 40 Jahre. Die Hit! Hammer. Der hätte für das Auto seit 32 Jahren. Hilft dir. Aber ich habe hier das Sagen und ich werde. Mm-hmm.
Oh, der ist ja wieder in Shitstorm abgegangen, wa? Der ist wirklich angeschnallt. Alter Schwede. Oh, oh, geht's wieder los, das ist wieder ein Ausfallkampus. Da drin sind wieder alle am Zeuge. Der ist angeschnallt, ey. Der LKW-Fahrer. Manchmal so übertrieben, ey. Kannst auch manchmal nichts dazu sagen. Ja. Muss doch jeder selber wissen. Boah, was meinst du denn, der ist so reinschäppt, ey? Boah, das ist Sagi, ne? Scheiße. Kommt drauf an. Also, mein Vater damals kacke, der hat 5 oder 5 angeschnallt, aber bei seinem Unfall konnte er nicht aus dem LKW rausklettern, ey. Ich werde also auch nicht. Also, ach, der hat auch schon einen Unfall gehabt, oder? Ja, damals mit dem alten Weg, den hat er am Fernsehen, nee, nicht am Fernpass, am Reschenpass ist er anscheinend die Böschung runter und mit dem Kopf über, also im Dach über, in so einem Flussbett gelandet oder so. Uiuiui, Alter. Weil er nicht angeschnallt war, konnte er zum Glück rausklettern. Ah. Wenn es gesetzlich nicht zu streng wäre, dann würde ich mir auch nicht anschnallen fahren. Da kommst du auf die Strafe, ey. Du hast mit Sauron zusammengearbeitet. Du hast die Ringe der Macht an seiner Seite geschmiedet. Unsere Motive waren dieselben. Wir wollten ein Land heilen, das die Wunden des Krieges trug. Meine Schwäche bestand darin, verführt zu werden vom Bösen, das Gutes versprach. Er ist der Meister der Lügen. Falls du dem Narren zu nahe kommst und nicht auf der Hut bist, wird er deinen jämmerlichen Wanst als Schild nutzen. Wechselbrücke macht mir schon auch Spaß zu fahren, ey. Brauchst du höchstens nicht entladen oder so, brauchst bloß entsichern und dann wird es abgenommen und dann kommt der nächste drauf. Jawohl. Das hast du aber falsch gesagt. Wechselbrücke ist wohl schon anders, wenn man das gesehen hat. Aber die besseren, stärkeren Zählerinnen haben gesiegt. Das ist das Zügifett, ja? Ja, genau. Ja. Das sagt aber jeder Fahrer. Von Tenerfett, die sagen alle,